Brüder und Schwestern in Christus, das Fest der Dreifaltigkeit ist so eine Sache. Das ist immer ein Prüfstein für jeden Prediger, weil wenn man ehrlich ist, hat es keinen Sinn, das zu erklären, weil ich kenne keinen Menschen, der das wirklich versteht, wie es ist mit dieser Dreifaltigkeit. Wir glauben an den einen Gott und doch gibt es irgendwie drei, ist eine, drei Personen, es ist ein bisschen kompliziert. Und das haben wir auch im Evangelium gehört, wenn Jesus anfangs zu seinen Jüngern spricht: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber jetzt könnt ihr es noch nicht tragen. Und trotzdem bekommen seine Jünger einen großen Auftrag. Trotz dessen, dass sie nicht viel verstehen von dem, was Jesus ihnen gesagt hat, das zeigt sich auch dann später in der Nachfolge, wie sie vielleicht die Intentionen Jesu hier und dort falsch verstehen, wie sie falsche Entscheidungen treffen oder ein bisschen übereilig sich entscheiden für irgendeine Sache. Und trotzdem wählt Jesus sie, einfache Fischer meistens oder meistens Leute, die keine große Bildung haben, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Sie müssen es nicht verstehen. Wenn es jemand versteht, ist es nichts Schlechtes, aber es muss nicht sein. Das ist nicht das Anliegen Jesu, zu verstehen, wer Gott ist, zu verstehen, was er mit dir und mit mir vorhat, was er mit dieser Welt vorhat. Viele sind an diesem Gedanken gescheitert. Ja, was hat wohl Gott mit dieser Welt vor, wenn dies oder jenes passiert? Was soll das bedeuten, wenn Kriege ausbrechen oder Frieden herrscht oder sonst was? Es ist nicht wesentlich für die Nachfolge, wirklich diese Welt zu verstehen. Und das sagt Jesus seinen Jüngern. Was feiern wir dann eigentlich heute, wenn es nicht darum geht, zu verstehen, wie Gott in dieser Dreifaltigkeit funktioniert, wie er ist? Ich denke, da kann die erste Lesung aus dem Buch der Sprichwörter eine gute Hilfe sein, um zu verstehen, wie wir als Christen das feiern sollen. Weil da wird berichtet von der Schöpfung, wie Gott in sich eigentlich vergnügt ist und spielt mit den Dingen, die er da schafft. Es bereitet ihm kurz gesagt Freude. Das ist eine bisschen ausgeschmückte, blumenreiche, würde ich sagen, Rede, die da verwendet wird. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass Gott einfach Freude an seiner Schöpfung hat. Und in sich diese Freude trägt, die teilt in sich selber. Da ist noch nicht die Rede von den drei Personen der göttlichen Dreifaltigkeit, aber die Kirche hat es schon immer gelesen, dass es einen Gott der Schöpfer gibt und die Weisheit steht im Buch der Sprichwörter sowohl für den Sohn Gottes wie auch für den Heiligen Geist. Das ist ein ständiger Dialog im Gott. Das ist eine lebendige Beziehung, die von diesem Leben einfach übersprudelt und die Leben bewirkt. Gott, weil er Gott ist, schafft er diese Welt. Weil er so voller Leben ist, dass er es nicht halten kann in sich selber und nicht halten will. Das ist seine Entscheidung letzten Endes. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild dafür, wie diese Dreifaltigkeit ist, wer Gott eigentlich ist. Einer, der in sich das Leben trägt. Und jetzt die große Frage an mich und an dich in unserer Nachfolge. Was trage ich in mir? Trage ich in mir das Leben? Oder etwas anderes, den Tod, wie Apostel Paulus das in seinen Briefen manchmal nennt. Das steht alles für alles, was nicht von Gott kommt. Und es können manchmal sehr gute Dinge sein.
Also einen Baum zu pflanzen ist eine sehr gute Sache. Aber nicht immer ist es ein Auftrag Gottes, für dich oder für mich. Was kann es also sein, was wir tragen sollen? Ich glaube, die Antwort liegt fast auf der Hand. Wenn wir diese Dreifaltigkeit feiern, eine Gemeinschaft, eine lebendige und lebensspendende Gemeinschaft, dass wir in der Gemeinschaft unseren Auftrag suchen sollen. Was tun? Schlicht und einfach das Leben mit anderen teilen. Nicht irgendetwas, sondern das Leben, das, das Gott in sich trägt. Und manchmal scheint es so, als ob es ein Auftrag wäre, den man nicht erfüllen kann. Das ist so hoch, ich kann ja nicht alle Menschen lieben und gerne haben. Stimmt. Ich habe das einmal in meiner früheren Pfarre gesagt, bei einer Predigt, dass ich ganz locker, also die Kirche war ein bisschen voller als hier und die Leute habe ich ein bisschen besser gekannt als hier. Ich kann locker, ohne groß zu überlegen, 10 Leute in dieser Kirche aufzählen, die ich nicht mag und die ich trotzdem liebe. Das, was ich meine, ist dieser Liebeserweis, den wir den Menschen geben können. Mit Menschen Leben zu teilen bedeutet einfach, sie zu lieben, ihnen Gutes zu tun. Und das sind kleine Dinge. Ich merke das bei mir selber, wenn ich mit meinen Brüdern umgehe. Das ist immer schwierig, weil wir, ja, jeder von uns ist ein eigener Typ, wir sind nicht so besonders, aber gibt schon Unterschiede, wie man die Sachen angeht. Und mich bringt so einiges wirklich zum Wahnsinn an meinen Mitbrüdern. Und ich habe das vor einiger Zeit bemerkt, dass wie ich damit umgehe, bestimmt meinen Tag. Und es ist eine Entscheidung, die ich treffe, nicht so sehr mich nicht aufzuregen, weil das kann ich nicht verhindern, aber wie ich damit umgehe, obwohl mir das zuwider ist, mit dem Bruder zu reden. Versuchen, nett zu sein, das ist wirklich ziemlich platt und plump, aber das ist nicht zu unterschätzen. Das sagen sehr viele, die im geistlichen Leben viel weiter sind als ich. Also unser Kardinal Christoph Schönborn zum Beispiel, dem ist es sehr wichtig, menschlich miteinander umzugehen. Auch wenn man vielleicht nicht alles immer zum Ausdruck bringen kann, nicht die ganze Wahrheit an den anderen herantragen kann. Aber man kann ihm etwas zeigen von dem, was wir leben. Oder der Otto Neubauer, einer aus der Gemeinschaft Emmanuel in Wien, der versucht mit allen Mitteln, mit seiner Gemeinschaft die Diözese Wien zu erneuern. Und der immer wieder das wiederholt, dass man einfach menschlich miteinander umgehen soll. Das kostet manchmal sehr viel. Und das weiß ich selber, weil ich es immer wieder erlebe, wie viel es mich kostet, schlicht und einfach nett zu sein. Weil manche Leute machen es einem wirklich schwer. Aber wie befreiend es auch für mich ist, wenn ich merke, ich habe mich entschieden, mit diesem Menschen mein Leben zu teilen. Und das bedeutet ein bisschen zurücknehmen und einfach lächeln und wohlwollend ihm zu begegnen. Wie viel Gutes es bewirkt in mir, in dem anderen, in der Gemeinschaft selbst. Und das bezieht sich nicht nur auf das Klosterleben, sondern auf alle meine Beziehungen, die ich pflege. Die großen und die kleinen. Wie viel einfacher ist es, mit Menschen zu leben, wenn man zu ihnen nett ist, ich weiß, das Wort ist ein bisschen lasch, aber ich verwende es, wenn man zu ihnen nett ist, wohlwollend, wenn man ihnen Gutes will. Das ist eigentlich nicht so viel, aber manchmal kostet es schon ziemlich viel. Weil letzten Endes sollen wir uns Beispiel an Gott nehmen, der uns seinen Sohn geschenkt hat.
der seinen Sohn hingegeben hat, damit er den Tod mit uns teilen kann. Sogar so liebt uns Gott, dass er auch das mit uns teilen wollte. Diese Erfahrung, diese Angst vor dem Tod, die manche so haben. Aber vor allem das Leben, wie er seinen Jüngern Gutes tat, wie er den Menschen, denen er begegnete, auch Gutes tat. An ihm, an Gott selbst sollen wir uns Beispiel nehmen, an keinem Geringeren. Und das wünsche ich euch wirklich für diese Woche. Und die beste Übung dafür ist, einfach dem ersten Menschen, den ihr heute begegnet oder morgen, ein Lächeln zu spenden oder eine Annehmlichkeit, also mit ihm einfach nett zu reden, sich interessiert zeigen, was dem anderen so wichtig ist oder unwichtig. Ich würde empfehlen, da ein Thema zu meiden, also die Wahl und die Politik. Das sorgt für sehr heiße Gemüter zurzeit. Aber es gibt viele andere Themen. Das Wetter ist wirklich erfreulich zu dieser Zeit. Und es gibt so viel Schönes in dieser Welt, das man miteinander teilen kann. Versucht vielleicht, das in dieser Woche bewusst zu verfolgen, wo ich für andere Menschen Gutes tun kann, in so kleinen Sachen im Alltag.